Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite rette die Welt. In diesem Video, wie ihr es vielleicht schon im Hintergrund und am Titel erkennen konntet, werde ich ein paar Lamas öffnen. Ich habe 7714 Tickets angespart. Das reicht für alle, die rechnen können. Natürlich für 15 Lamas. Ja, ich werde jetzt im Video aufmachen. Hat wirklich nicht lange gedauert, die zu farmen. Lohnt sich tausendmal mehr als irgendeine der Röntgen-Lamas. Bitte nicht zu laut, danke. Ja, dann würde ich sagen, lösen wir hier entspannt 15 Lamas ein. Let's go. Ah, hat noch ein bisschen gedauert. Ihr seht, alles Piraten-Lamas. Und dann öffnen wir mal. Grau-Grün interessiert mich nicht. Blau so langsam. Auswahl. Direkt. Kill Hall. Ich nehme mal Kill Hall. Die Storyline habe ich schon komplett durchgespielt. War jetzt nicht allzu schwierig. Die Dampfwalze. Werde, glaube ich, erstmal alles hier durchfahren. Dann gucken wir uns die ganzen Sachen an. Bei der letzten lasse ich immer. Hier nehme ich natürlich Pirat Barrett. Die sieht ganz nice aus. Man wird auch wieder mit den. Nennt sie sich. Mit den. Überlebenden zugeworfen. Kupfer der Baron. Es gibt ab Donnerstag auch wieder neue Waffe im Shop. Ich kann sie mir so nicht kaufen, weil ich im Urlaub bin. Wenn ihr das Video seht, bin ich auch schon im Urlaub. Piratenschatz. Freibeuter Hype. Da haben wir den auch. Ist nicht Freibeuterin Hype heißen? I don't know. But I think so. Bon Voyage und die Breitseiten legendär. Das ist wirklich coole Falle. Dazu wird dann auch noch mal ein Vorstellungsvideo kommen. Pirat Barrett. Und nochmal die Breitseite. Kommen häufig hier raus. Dublonen. Breitseite episch und die Dampfschneide. Bin ich echt gespannt, was die Waffen hier so alle können. Lasst auch gerne ein Abo und Like da, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr auch keine Streams verpassen wollt, denn ich streame auch relativ häufig auch eine neue Waffe, Dampfkolben. Nee, rechtmäßiger Gewinn. Ich habe dafür ja ein bisschen gespielt, ne? Der Baron oder Bon Voyage? Ich nehme mal Bon Voyage. Weil ich die nämlich, oder ich generell eher Fernkampfwaffen bevorzuge. Natürlich können auch Nahkampfwaffen gut sein. Vor allem jetzt durch das neue Heldensystem. Aber ich glaube, ich habe. Ach, guck. Komm hier so oder so. 117 Items schon. Hydraulische Schrotflinte und der Seeräuber Jonesy. Ich werde mir die dann auch gleich noch mal alle angucken. Hydraulisches Sturmgewehr. Hydraulikwaffen bekommt man auch ohne Ende. Okay, das ist ja nur episch. Was hat der? Einen in jeder Hand. Muss ich mir gleich noch mal genau angucken. Haben wir hier. Beim Eliminieren von Feinden wird eine schädige Dampfwolke erzeugt, kann nur alle 5 Sekunden auftreten. Das ist eine der neuen Perks. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ist im Prinzip so wie die
wie nennt sich die, bei Schattenhaltung, wenn man dann da diese ätzende Schattenwolke, ja, Schattenwolke hat, dann wird es wahrscheinlich so ähnlich sein. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Breitseite gibt es natürlich auch in Blau. Ist natürlich dann nicht so gut. Bon Voyage. Deine Kugeln verteilen bei Treffern Schrapnell, das 40% des Schadens in einem Kegelbereich hinter dem Ziel verursacht. Das heißt, 40% vom Schaden, was schon gemacht wird, wird dahinter, hinter dem Ziel dann nochmal verursacht. Wenn dahinter dann also noch mehr Gegner stehen, dann geht das da einfach so, ja, teilt sich die Schüsse auf. Würde ich auf jeden Fall ganz nice. Hier genau das gleiche beim Dampfkolben. Hier ein Standard-Perk. Die sind auch wirklich sehr cool. Fünf Kanonenkugeln, die prallen immer wieder ab, können immer wieder den Schaden verursachen. Da kann man ja noch nicht allzu viel gucken. Die Dampfwalze. Hohen Einschlag. Okay. Aber es gibt ja schon eine extrem krasse Handkanone jetzt auch. Fünf Kopfschüsse hintereinander wird dafür ein Kampfschaden 10 Sekunden. Bei einer Pistole? Ein Revolver? Ich weiß ja nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir einmal ins Waffenlager. Wobei, das brauche ich ja eigentlich erst noch gar nicht. Dann werde ich einmal rüber den Helden gucken. Ich habe nicht mehr allzu viel. Beziehungsweise ich habe Platz aufgebraucht. Dann, was habe ich hier? Boni. Finde mit einer Chance von 20% Kokosnüsse in Behältern. Und dem Einfluss von Kokosnüssen. Ich weiß ja nicht. Denn in Behältern braucht man ja eigentlich nicht, weil man das sonst nicht findet. War Keulenschaden erhöht. Auch mal sehr interessant. Wenn du Schaden mit Pistolen verursachst, erhöht sich dein Schaden mit Schwertern 6 Sekunden lang um 22%. Das ist krass. Denn ich kann euch ja mal etwas zeigen. Wir haben ja diese Waffe. Kopfschuss, Eliminierung erhöhen bei kritischer Trefferchance, bei kritische, erhöhen die kritische Trefferchance von Schwertangriffen 15 Sekunden lang. Und wenn man dazu dann noch passend das Schwert hat, Corsair, erhöhe bei kritischen Treffern deinen Kopfschussschaden mit Pistolen 5 Sekunden lang. Kann man damit einmal schlagen, schießt mit der Pistole 6-mal drauf, dann ist das Schwert wieder stärker, kann man damit draufklopfen, ist wieder die Pistole stärker. Damit kann man so ein krasses Bild bauen mit diesen zwei Waffen und den Helden. Jetzt ist es wieder raus. Auf jeden Fall extrem krass. Korsarin. Hier mit um 65%. Das ist tatsächlich krass. Und hier natürlich wieder Gegenteil. Wenn du mit Schwertern Schaden verursachst, erhöht sich den Schaden mit Pistolen. Das ist so krass. Diese Kombination. Wenn man Ninja spielt, man muss ja nicht mal als Haupthelden spielen. Kann die beiden Unterstützer-Slot machen, hat bei beiden 22% mehr Schaden. Und dann kann man immer so sagen, hat dann irgendwie noch einen starken Schwertmeister-Ken drin mit Schattenhaltung und dann ist er komplett unsterblich. Hat man noch als Zusatz hier den Wildnis-Spezialist, bekommt noch dauerhaft Heilung, pusht mir noch mal einmal Schwerter und Schwertschaden und den Pistolenschaden und dann ist man hat man die stärkste Waffenkombination. Das ist wirklich krass, dieser Schwert- und Pistolenkombination. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.